Diesmal lud der Ferdinandusorden krebskranke Kinder und ihre Begleiter in den Märchenpark St. Margareten ein. 30 Personen waren gekommen, um einen schönen Tag im Märchenpark zu verbringen. Ein Großteil der Kosten wurde vom Märchenpark übernommen, den Rest zahlte der Ferdinandusorden. Mit dabei war auch ein Mittagessen, bevor es am Nachmittag wieder auf Entdeckungsreise durch den Park ging. Und wir machen heute mal krebskranke Kinder hier einen Ausflug. Und es ist Dankeschön, dass wir uns so entgegengekommen sind. Wir haben jetzt Essen auch drinnen bestellt und so weiter. Wollte ich Ihnen das heute auch wieder leiten. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Machen wir gerne. Weil das sind lauter Kinder, die jetzt gerade in der Klimapause sind. Genau. Also wir sind natürlich auch immer bestrebt, dass wir unsere Kinder einladen, wenn es ihnen gut geht, dass wir uns Spaß haben. Denn da in meine Hexenküche Spinnenhaar und Krötenschleim. Das Essen wird gleich fertig sein. So, herzlich willkommen hier bei uns im Family Park. Es freut mich sehr, dass ich euch alle einladen durfte und dass die Kinder einen schönen Tag bei uns verbringen können. Wir wissen genau, dass es nicht immer einfach ist im Alltag. Und ich glaube, ganz besonders bei euch ist es manchmal ein bisschen mühsam, traurig. Aber ich glaube, wenn ihr heute Spaß haben könnt, wird das die beste Medizin sein. Und es freut mich auch sehr, dass es Institutionen gibt, die eben auch Kinder unterstützen und so etwas hier ermöglichen können. Also wir wünschen heute noch sehr viel Spaß hier bei uns im Family Park. Danke. Dankeschön. Na, freut mich. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei der Frau Müller für die Unterstützung hier vom Ferdinandusorden, wo wir die krebskranken Kinder hier in den Märchenpark führen dürfen. Super war's!